Abu, liebes Schild, mein Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Trontelbart. Der steht da schon ein bisschen versunken heute im Stein. Ist ein kleiner Bug, keine Ahnung, ist mir erst seit neuestem jetzt aufgefallen. Ist aber nicht so wild, ist halt ein bisschen weiter unten. So, gestern in der Folge, ich wollte euch ja das Baby zeigen. Hat nicht funktioniert, aber das Baby ist da, ich habe es gerettet. Lasst mich mal hier durch, mein Gott. Es leben alle auf jeden Fall, ne? Das sieht schon mal gut aus hier. Da ist unser Kleines, guck hin. Warte mal, ich mach mal hier das Zeug weg. Entschuldigung, mein Gott, jetzt habe ich noch einen Schluck auf. Unfassbar, irgendjemand denkt an mich. Da ist es, guck mal. Ist es nicht süß? Es hat halt alles von der Mutter, ne? Es hat alles von der Mutter. Vom Kopf bis zum Böpsle. Alles Mama, alles Mama. Von daher, ja, aber es ist da und ich find's schön. Es ist knuffig, es hat schon Level 600. Es ist super, es ist absolut super. Oh, da draußen, der Elektrozaun tut, was er macht. Tut, was er soll. Tut, was er macht, ne, natürlich. So, dann zeige ich euch natürlich... Mein Gott, ist das eng hier. Es ist so eng hier. Dann zeige ich euch natürlich unseren Freund hier. Ja, ich habe es übrigens heil nach Hause geschafft. Ein paar Zwerge haben uns noch ein bisschen gehittet, aber es ging mit unserer Echse. War das ganz cool. So, Mr. Yuti hat natürlich auch einen Namen. Ist keine Mister, ist eine Misterin. Eine Mrs. Mrs. Madison heißt sie, die Gute. Da ist er. Hallöchen. Hallöchen. Mrs. Madison, na? Na, wie geht's dir? Geht's dir gut, ja? Ach, du bist eine Feine. Du bist eine Feine, ja, du bist eine ganz tolle. Du hast ganz viele Abenteuer mit uns verrichten, ja. Aber heute bleibst du erstmal daheim, ne? Heute bleibst du erstmal daheim, denn heute geht's für uns zum nächsten Artefakt. Und zwar möchte ich das letzte Artefakt holen. Für die Brutmutter, was wir da brauchen. Um da uns drauf vorzubereiten und den ersten Weltboss eventuell machen zu können. Dafür geht es jetzt aber erst nochmal heim. Ja, weil sie geht mit. Wir waren schon mal in der Höhle. Ich hätte es fast gar nicht gedacht. In der Höhle gibt es zwei Artefakte. Ist echt wahr? Ich habe mich natürlich belesen. Ich habe nicht geguckt, wie man da hingeht. Ich habe nur gesehen, okay, da gibt es zwei. Was ist mit dir hier schon wieder? Wieso bist du hier? Flieh! Und bleib stehen. So, lauf jetzt zu hier. So, pass mal auf. Sie hat ja das Mörtel und Zeug hier da. Sie ist gleich wieder ins Wasser drauf. Die alte Gurke hier. So, Heilungsmittel und so würde ich jetzt nicht mitbringen. Ich nehme jetzt auch nur erstmal das raus, was wir jetzt wirklich dringend brauchen. Den Rest lasse ich drin. Ich würde sogar sagen, diesmal, ich lasse alles, was da drin ist, was wir jetzt wirklich nicht brauchen, schmeiße ich absolut raus, ne? Ich habe da jetzt gerade so irgendwie keinen Nerv dazu, dass alles immer hier irgendwie... Die Sarko-Geschichte würde ich noch mitnehmen. Die ist schlecht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nehme ich okay, nehme ich mit. Die nehme ich auch mit, die kleine Knifte. Ansonsten, hier ist eine Pistole, die nehmen wir auch noch mit. Und das Ding hier oben nehmen wir auch noch mit. Und dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Finde ich super. Den Rest, ja, bis aufs Fleisch natürlich, das kriegt sie mit. Schmeiße ich jetzt raus. Will ich jetzt nicht haben. Möchte ich mich jetzt nicht drum kümmern. Von daher... Alles unnötig. So, annehmen, zack und tschüss. So, um keine Zeit zu verlieren, ja, nehmen wir nur die Ausrüstung mit, die wir brauchen. Oh, das packt man schon mal hier rein. Wir gehen dann morgen in der Folge definitiv zur Schmiede und gucken uns das in der Schmiede dann mal an, wie sich das verhält da drüben, ne, bei den Zwergen, in der Zwergenschmiede. Das packe ich jetzt alles erstmal hier drüben. Das ist so eine Art Ankommenkiste jetzt mittlerweile geworden. Hier habe ich übrigens Pilze gefarmt. Ich weiß nicht mehr, für irgendwas haben wir sie gebraucht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, für was. Ich habe es halt einfach mal gefarmt, ne. So, okay, wir brauchen diese Kälterüstung auf jeden Fall nicht. Die tue ich jetzt hier rein. Wir brauchen das Schussgewehr. Das ist ganz klar. Wir brauchen, jetzt lacht sie wieder da oben, wir brauchen eine Taming-Geschichte, brauchen wir nicht. Weil da ist nichts zum Tamen. Wir werden uns Schlafsäcke jetzt schnell noch bauen. Das Fell kannst du da lassen. Ist der Schrank jetzt voll hier oder was? Ich drehe durch. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht. Dann fliegt das Fell irgendwo anders hin. Hier, du hast noch nicht so viel Fell. Du kannst doch bestimmt mal Fell nehmen, oder? Hast du viele Level? Pass mal auf, ich gebe dir jetzt erstmal das. Du sitzt ja eh eigentlich nur den ganzen Tag hier rum, ja? Ich gebe dir das einfach mal, du passt darauf auf. Schuhe brauchen wir nicht, sind überbewertet, wollen wir nicht haben. Flieh, du kriegst du Fisch, ne? Das magst du ja sowieso. Von daher ist gut. Das Benzin nimmst du, das habe ich jetzt vergessen rüber zu tun. Ah, hat's geschmeckt, ja, ne? Ah, es hat geschmeckt, das war gut. Ich weiß doch, was ihr möchtet. So, und hier das Gammelfutter nimmst du auch. Und den Kryopod, nee, warte mal, den lassen wir mal lieber. So. Okay. Dann haben wir das. Die Pfeile nimmst du mit. Die Geschichte braucht man. Das braucht man. Das haben wir jetzt unten drauf. Die Waffe lasse ich jetzt einfach mal hier, weil ich es kann. Ja.
Nee, mach mal nicht. Die Waffe lasse ich hier. Ich tame nichts. Nimmst du die Waffe? Bist du jetzt auch voll? Das kann doch nicht wahr sein. So, so, so. Ja. Und den Kletterhaken machen wir da drauf. Dann nehmen wir die Waffe halt mit. Die Kletterhaken auf 5, die 7. Das changen wir. Alles klar. Perfekt. So, so gehen wir los. Es wird jetzt eh dunkel, ist aber egal, braucht man nicht. Wir gehen jetzt zum Metallspot, ja? Komm mal her, das kriegt ihr noch. Und 2000 kriegt die andere mit. Ich mache euch jetzt das Fleisch hier rein. Wenn ich was drauf habe, ich das, dann kriegt ihr auch mal ein gutes Fleisch. Habt ihr euch verdient, ja? So, bist du bereit, ja? Wir gehen nämlich jetzt los zur Höhle, wo das andere Artefakt ist. Also halt, Schlafsack. Man könnte ja sterben eventuell, ne? Machen wir uns mal 5 Schlafsäcke. Ich weiß ja nicht, was da so alles passiert. Ne? So. Können wir machen. In der Zeit gehen wir rüber. Oder runter. In die Höhle, wo wir schon mal waren. Da müssen wir jetzt hin zur. Bam, 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 bam. Bam, zum Metallspot. Ja. So, da sind wir jetzt. Schlafsack ist da. Manch einer wird sich daran erinnern, wo wir jetzt gleich hingehen. So, die Höhle war da unten. Komm mal her. Wo bin ich? Ich bin hier. Und da unten war die Höhle. Genau. Diese Höhle da unten, die blaue. Das ist die Höhle, die wir brauchen. Ich mache euch ein bisschen Licht an, ein bisschen Stimmung. Hier, das muss sein. So, warum auch das Tier? Weil wir jetzt da einmal nochmal durch müssen. Wir kämpfen uns natürlich wieder durch. Eieiei. Oh, 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 oh. Alala. Sehr gut gemacht. Als ob wir es geübt hätten, Mensch. Guck dir das an, du. So. Geil. Lass dich bloß nicht anquatschen. So. Bin ich richtig? Ja, ne? Muss hier lang. So, hier irgendwann taucht die Höhle auf. Ja, manch einer von euch, der wird es wissen. Hier sind zwei Artefakte in der Höhle drin. Ich kann natürlich nur eins nehmen. Ich könnte natürlich auch das andere holen. Das kriege ich doch in meinen Dino rein, oder? Nee. Da habe ich jetzt meinen anderen Dino vergessen. Meinen Panda, der das tragen könnte, haben wir jetzt vergessen. Ich bin an der Höhle schon vorbei, ja? Kann das sein? Ist richtig, ne? Aber volle Kanone vorbei. Junge, 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 Grantelbart, ey. Also mit dir? Ja, ist halt auch dunkel, ich weiß. Es tut mir echt leid. So. Weißt du, wenn du da nicht durchpasst, musst du auch nicht da versuchen durchzureiten. Das funktioniert nicht. Klar könnte ich absteigen, weil dann greift mir wieder irgendwas an und wir sind wieder tot und dann dauert es wieder 8 Jahre, bis wir in der Höhle sind. Wo ist denn dieser blöde Höhleneingang jetzt? Der muss doch hier sein. Kann doch gar nicht wahr sein. Weiß er auch nicht. Irgendwo hier an einem Felsen. Wir waren doch schon mal hier. Ey Leute, das gibt's doch nicht. Ist er hier? Da ist er. Nicht. Sag mal, habe ich was verpasst? Ist der Höhleneingang weg? Gibt's doch nicht. Weil ich halt auch wieder im Dunkeln los muss, ne? Das ist halt immer wieder, ja, das ist wieder Vikingson. Wir gehen im Dunkeln los, ist ja eh dunkel in der Höhle, ist ja alles kein Problem. Oh mein Gott. So, 3 Stunden später läuft er immer noch hier rum, findet die Höhle nicht. Kann ja gar nicht wahr sein. Oder ist sie hier unten? Ist sie vielleicht doch hier unten? Jetzt sieht nach einer Höhle aus hier, oder? Guck mal. Ich glaube, wir haben sie gefunden, hä? Ist sie das jetzt? Das kann sie nicht sein. Das ist eine ganz andere Höhle. Sag mal. Das ist doch nur wieder so ein blöder Arschloch-Durchgang, oder? Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage.
Naja, na was denn? Es ist halt einfach nur wieder ein Durchgang. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass ich die Höhle nicht mehr finde. Was ist denn mit mir los? Hi. Morgen. Schöne rote Hörner hast du. Ja, ja. Gott sei Dank sind die blind, die Jungs. Artefakt holen mal, hat er gesagt. Ganz easy, hat er gesagt. Ja, ja. Merkt das schon. Unfassbar easy. Es ist so einfach, dass wir gar nicht wissen, wie einfach es ist, weil wir es nämlich einfach nicht finden. Da ist sie, die knörzliche Höhle. Meine Güte, jetzt haben wir es. Jo, wir sind da. So, wir sind jetzt in der Höhle. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Es lädt jetzt kurz. Ihr wisst, wie es ist. Das ist jetzt diese Höhle mit diesem Artefakt, wo du hinten durch musst, wo du dich durchhämmern musst, ja. Und dann musst du das machen. Wir müssen aber nicht hinten durch, sondern oben rüber. Es geht nämlich einen Weg nach oben dort. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber jetzt gehen wir erstmal baden. Hi. Ja, 870 muss man erstmal machen, ne? Musst du erstmal machen. Hi. Oh, alles gut. Da ist ein Skorpion. Wir machen natürlich alles weg. Wir loden das so, als ob wir jetzt hier mit dem Tier reingehen. Ja. Und die Viecher uns angreifen. Ganz klarer Fall. So, jetzt gehen wir baden. Ne? Ein paar können sich daran bestimmt erinnern. Jetzt gehen wir hier schwimmen. So, zack. Hallo? Man kann sich auch so ein bisschen verlaufen. Ihr habt da das gesehen? Wir wollten gerade so richtig... Das ist doch geupdatet worden. Das war doch nie so ein Eingang. Der war schon scheiße schmal gerade, oder? So, jetzt ist aber egal. Jetzt haben wir Helligkeit. So, gehst du jetzt mal da hoch, bitte? Danke. Nee, doch, jetzt mal da hoch. So, wir gehen jetzt hier zwischen rein und machen einfach mal unseren geilen Move hier. Yeah, baby! Ich habe halt nichts mehr an jetzt, ne? So, passen Sie auf. Angeblich geht's jetzt da oben hoch. Hab ich gehört, habe ich erfahren. Boah, wie glücklich kann man haben? Nee, da oben ist der Pfeil. Guck mal. Da oben ist der Pfeil und da geht es irgendwo hoch. Das heißt, wir lassen den hier stehen. Da oben ist ein Seil, seht ihr? Da kann man sich dran erinnern. Da ist ein Seil und da oben müssen wir hin. Deswegen haben wir ja das Ding da. So, was mache ich mit dir? Nehme ich dich mit oder lasse ich dich stehen? Ich bleibe hier stehen, ja? Ich mache dich aber mal auf neutral. Neutral ist super. Neutral ist sehr gut. Okay, dann klettern wir jetzt mal da hoch. Ja? Wir ziehen uns da hoch. Der war gut. Wir gucken. So, hier steht ein Täschchen. Kann man abbauen. Hab ich so erfahren. So. Okay, wir setzen jetzt hier oben erstmal unsere Schlafsäcke auf, ja? Naja. So. Dann hacken wir das hier klein. Jetzt haben wir eine Tasche. Da gibt es zum Beispiel 20 medizinisches Gebräu. Ist das stark? Habt das gesehen? Die Tasche ist überragend. Den weißt aber auch, was dich erwartet. Und die Schlafdecke gibt es auch. Hätte man gar keine bauen können. Aber was wir haben, haben wir, ne? So, Freunde, jetzt geht los. Wir rüsten unsere Waffe aus.
Und dann gehen wir mal hier los. Jetzt müssen wir da runter. Jetzt müssen wir hier runter. Okay, da müssen wir uns runterziehen. Das machen wir aber auch ganz einfach. Wow. Da liegt auch nochmal eine Tasche. Seht ihr die? Auch die können wir abbauen. Da haben wir auch nochmal Schrotpatrone. Medizinische Heilung. Okay, jetzt sind wir hier unten bei den Gondeln. Die Stimmung ist natürlich super. Hi. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, welchen Weg wir nehmen. Du kannst dahinter laufen. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwas. Wir gehen mal dahinter erstmal gucken. Ich weiß nämlich, wo wir... Das hier kannst du alles abbauen, ja? Will ich jetzt aber nicht machen. Ich will jetzt erstmal gucken, was so hier Phase ist. Okay, da kann man einfach durch. Irgendwas gibt es wohl hier hinten. Bis jetzt sehe ich noch keinen Feindkontakt. Will aber natürlich gucken, was passiert, ne? So. Mal gucken, welches Artefakt wir kriegen. Wir gehen weiter hier durch. Wir gehen weiter hier durch. Und jetzt, passt auf, sind wir hier unten. Stimmt, genau. Guck mal. Hier unten ist das andere Artefakt, ja? Was wir kennen. Man könnte sich dann auch da hochziehen. Dann ist man gleich hier oben. Aber wie gesagt, man kann ja immer nur eins mitnehmen. Das ist jetzt halt hier so dieser Zwergentunnel, wo die Loren hier lang gehen. Richtig gut gemacht. Hat er super gemacht, den Nikatus. Muss man wirklich sagen. Also die Map ist absolut fantastisch. Echt mega, mega schön. So. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Geht es hier runter für uns oder geht es links? Wir gehen mal hier runter. So, wir gucken natürlich nach Feindkontakt, ne? Es ist sehr wenig. Hier ist nochmal ein X. Da müssen wir jetzt wieder durchgraben, glaube ich. Was war das? Oh, ungünstig. Schneller! Kannst du mal laufen? Okay. Sehr gut, dass du es gemacht. Ist uns was passiert? Nö. Was war denn das für ein großes Fieder gerade? Was damit kam? Ich weiß, ihr seht jetzt nicht viel, aber das sah aus wie ein Deathworm. Hier unten wird doch kein Deathworm sein, oder? Jetzt mal wirklich. Ist hier ein Deathworm drin? Oder was anderes Großes? Okay, jetzt ist es weg. Ich weiß, ihr seht absolut nichts, ne? Ich muss mich aber mal ein bisschen graben und verteidigen. Eine Mantis. Eine Mantis! Uiuiuiuiuiui. Was soll bitte noch hier alles sein? Eine Mantis hat es hier unten. Eine Gespensterheuschrecke, okay. Schlange. Da war noch eine. Sehr gut ausgewichen. Nach. Oh, scheiße. Die kommt. Sehr gut gemacht. Lad nach. Und ein bisschen schneller jetzt, Freund. Wo ist denn die? Okay, die haben wir. Schlange ist tot. Da hinten ist aber noch so, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr seht, auf was ich schieße. Es tut mir gerade echt leid. Ich habe halt wirklich kein Licht, ne? Die war gut. Okay, die ist auch down. Es tut mir echt leid, ne? Ich würde ja euch gerne was zeigen. Das Problem ist halt einfach nur... Okay, jetzt seht ihr wieder was. Ist das geil oder ist das geil? Lad mal bitte nach. Ärgere ich mich gerade, dass ich die Schlafsäcke nicht hier unten gesetzt habe. Okay. Wir gehen jetzt mal rechts. Okay, jetzt haben wir Jump-and-Run-Passage. Eieiei.
Okay. Wir ziehen uns natürlich hier rüber. Ruhig, ruhig, ruhig. Oh, wow, wow, wow. Was war das? Wir dürfen halt nicht da runterfallen, ne? Dann ist vorbei. Da ist wieder ein X. Ich glaube, wir sind der Sache nah. Okay, sehr gut. Und dann graben wir uns. Und wir müssen das halt alles wieder zurück, ne? Das muss uns bewusst sein. Wo geht's denn jetzt lang? Kannst du das mal bitte verschwinden hier? Da geht's lang. Okay. Nehm ruhig mal wieder die Waffe. Die lädt Sau mal bitte nach. Seht ihr was? Ja, ne? Ihr seht was. Sehr gut. Okay, das könnte sein, dass wir jetzt beim Artefakt sind. Uns nochmal ein bisschen freikämpfen müssen. Ja, da unten ist es. Da unten ist das Artefakt. Ach du Kacke. Und wir werden hochtransportiert. Wir müssen den Weg nicht mehr zurück. Wir haben es aber noch nicht, ne? Da kommt nochmal ein bisschen was, glaube ich. Müssen wir mal gleich gucken. Das ist so die letzte. Da ist ein Skorpion. Den habe ich auf jeden Fall schon mal angehittet. Mal gucken, was wir jetzt alles gepult haben. Auf jeden Fall ein Skorpion. Level 870. Ansonsten kommt erstmal nichts, aber das kann eigentlich nicht sein. Da unten ist unser Artefakt. Richtig geile Höhle. Es ist spannend. Okay, ich glaube, wir sind feindfrei. Da oben ist eine Loot Crate. Wir holen uns erstmal das Artefakt. Da kommen sie. Die Ratten. Habt ihr das gesehen? Die warten nur drauf. Erste habe ich. Okay, wir haben die. Ey, frage nicht nach Sonnenschein, ne? Da willst du das Artefakt holen oder kracht das hier mit einmal? So. Da kommt noch eine. Oh, ist jetzt gut, ja? Können wir das jetzt haben? Wir haben das Artefakt des Jägers. Wir haben das letzte Artefakt, Freunde. Da oben haben wir noch eine Loot Crate. Die würde ich mir jetzt gerne holen. Wenn nichts passiert, und dann holen wir unser Tierchen. Das bleibt unten stehen. Das holen wir einfach später nochmal. Ja, Bauplan für einen Ichthyosattel. Eine gute Metallaxt. Ich nehme es halt mit. Weil es halt jetzt mal da ist. Da ist das Artefakt. Das Artefakt des Jägers. Sehr, sehr geil. Haben wir gut gemacht. Sind wir sehr schön durchgekommen. Wir haben das letzte Artefakt, was wir gebraucht haben. Und dann gucken wir mal jetzt, wo wir hingespawnt werden. Man könnte auch zurück, aber ich sag mal, wir gehen mal zurück. Wir lassen uns mal raus teleportieren. Ja, vielleicht können wir auch gucken, dass wir jetzt, wir haben ja noch Zeit. Ich weiß, es ist schon wieder wild, was ich jetzt vorhabe. Aber wir können ja gucken, dass wir eventuell unser Tier noch gerettet kriegen jetzt gleich. Das würde mich sogar sehr freuen. Müssen wir mal gucken. So, es lädt jetzt ein bisschen. Ein bisschen lange. Solange uns nichts angreift, ist jetzt alles gut. Solange wir jetzt nicht da oben stehen und gleich sterben, ist alles in Ordnung. Da kann man da auch mal laden hier, ne? Da kann man sich auch mal akklimatisieren. Ich finde aber, das haben wir echt gut gemacht. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber wir sind richtig schön durch. Haben auch ein bisschen Glück gehabt. Ein bisschen haben wir Einbußen gehabt an unsere Rüstung. Aber man sieht schon, mit der starken Rüstung kommen wir gut hin. Und das war schon krass. Das war schon cool. So, wo sind wir? Direkt hier vorm Höhleneingang. Sehen wir, wir könnten jetzt nochmal reinrennen und könnten unser Viech retten. Müssen wir jetzt nochmal schwimmen. Wenn wir Glück haben, ist nichts nachgespawnt. Wir gucken, warte, wir probieren das mal. Wir sind einfach mal heute ganz gewieft und gewarft und gewuft. Ja, und versuchen uns einfach mal hier den Weg zu bahnen zu unserem lieben, netten Schlange. Zu unserer lieben, netten Schlange. Komm mal ran auf den Meter. Wo bist du jetzt? Hallo? Komm, Sau. Nicht beißen. Nein, nein. Nicht.
Nicht beißen, ja, Fräulein. Lieb sein. Du lebst, ne? Das ist schön. Skorpion? Ich habe nur das Gefühl. Wow. Die Titanboa ist down. Der Skorpion ist auch down. Okay. Ah, ich habe so ein bisschen Bammel gerade, ne? Dass alles so richtig ist, was ich hier tue. Hier gehen wir jetzt baden, ne? Ja, cool. Komm, wir gehen schwimmen. Wir gehen schwimmen. Wir rollen unser Tier. Hallo? Wieso kann ich nicht schwimmen? Wenn wir jetzt laufen und rennen, schaffen wir's. Ich habe jetzt schon Angst. Hi. Wir haben es geschafft. So, komm. Sag mal, wieso konnte ich jetzt nicht schwimmen? Was war das? Ist das ein Wasserbug? Was ist da los? Du kannst aber schwimmen, oder? Ja. Alter, wie krass. Bin ich da jetzt runtergefallen? Das hat richtige Schläge getan. Wir sind aber draußen. Wir haben unser Tier. Hallo? Ja! Wir sind der glückliche Jäger. Jäger des verlorenen Schatzes, das Artefakt des Jägers. Sehr geil. Grantelbart, du bist der Beste. Er ist schon cool drauf, der Junge. Er ist schon cool drauf. Komm, ess das. Lass das nicht vergammeln. So eine schöne Titanboa auf Kümmel. Richtig gut. So, letztes Artefakt. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. Gehen wir noch nach Hause zusammen, ja? Dann stellen wir es gleich noch auf. Das haben wir uns nämlich verdient. Und dann haben wir das Artefakt für die Brutmutter. Dann heißt es für uns jetzt eigentlich morgen, ja, zur Zwergenschmelze das Zeug einschmelzen. Das habe ich mir auch markiert. Die Schmelze ist auch hier ungefähr in der Nähe. Da gehen wir morgen wieder mit der Katze hin oder mit irgendwas anderem. Oder vielleicht gehen wir auch mal nur zu Fuß. Vielleicht nehmen wir auch mal einen Ravenger. Oder wir nehmen heute mal unser Flughörnchen. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas nehmen wir auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal los. Jetzt müssen wir erstmal finden, dass wir wieder nach Hause kommen. Da müsste es irgendwo sein. Oder auch nicht. Ach, komm jetzt. Hallo. Hallo, ihr Sabertooths. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja, 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 ja. Ist das hier drüben? Hier drüben, oder was? Da drüben ist unsere Heimat. Guck mal. Boah, hey. Haben wir ja so auch nicht. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Guck mal, hier oben ist Wasser. Ey, so geil habe ich das aber auch noch nie gesehen. Davon weiß ich aber jetzt trotzdem nicht, wo unser Teleporter ist. Ich drehe durch, ne? Also, weißt du, so der Grantelbart, ne? Läuft halt absolut gern mal entgegensetzt der Gravitation. Gravitation? Gravitation. Tätätätä, ja. So. Machen nicht kaputt, ja? So, wir müssen nämlich hier lang. Hier ist übrigens die Höhle, ne? Wer sie nicht kennt. Ja, ja, ja. Hier an diesem großen Eisenfelsen, Goldfelsen, Metallfelsen. Da ist die Höhle. Da gibt es die zwei Artefakte. Des Gewaltigen, glaube ich, und des Jägers. Oder war es doch das Schlaue? Ich weiß es nicht ganz genau. Es war auf jeden Fall zwei von den Brutmutter-Artefakten. Die gab es dann hier. So, jetzt gehen wir schön geschmeidig nach Hause. Nackt, wie wir sind. Reit mal nach Hause. Haben wir gut gemacht. Bin sehr stolz. Bin sehr, sehr stolz. Auf unseren Grantelbart. Das hat er sehr gut gemacht. So schlecht ist er ja gar nicht, ne? Er ist halt manchmal nur so ein bisschen säbelig.
und macht so leicht ins Fehler. Wenn er sich dann konzentriert, dann läuft das alles, zack, zack, zack. Ne? Wir müssen aber wieder hier rüber, müssen Eisen holen. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Jetzt geht es aber erstmal nochmal auf das Tier und dann geht es jetzt nochmal nach Hause. Und dann werden wir das Artefakt anbringen. Da freue ich mich. Du bleibst hier stehen. Ja? So. Das habe ich gerade gesagt, der Erik kommt hier draußen. So. Jäger des verlorenen Artefaktes. Wir sind zu Hause. So, dann macht das mal hier. Das letzte Artefakt. Die Brutmutter. Oh, und dann gehen wir morgen mal gucken, ja, bevor wir in die Zwergenhöhle, in die Zwergenschmiede gehen, was wir genau brauchen. Dann schreibe ich mir das raus. Oder habe ich mir eh schon rausgeschrieben. So, setzt man das hin. Eieiei, hier können wir es hinsetzen. Hier können wir es hinsetzen. So. Und dann fehlen uns noch ein paar. Wir müssen natürlich dann immer wieder die Artefakte holen. Das würde ich dann aber offline machen für die anderen Bosse natürlich, ne? Da ist das schöne Teil. Guck's dir an. Herrlich! Wir haben's! Wir haben es! Ich find's gut. Ich find's wunderschön. So, Glückwunsch an uns alle. Wir haben es geschafft. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.